Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren wunderschönen Folge Anno. Beim letzten Mal durfte ich lernen, dass wenn man einen DirectX-Fehler macht oder bekommt, das OBS dann nicht weiter aufnimmt. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mir den Stream jetzt auch nicht nochmal angeguckt. Der ist ehrlicherweise auch gerade in Erinnerung. Und, ja. Auf jeden Fall sehe ich, dass hier gerade schon eine Getreidefarm steht. Und das werde ich jetzt erstmal ein bisschen mit Getreide versorgen. Weil ich mir denke, das ist eine gute Idee. Ne? Arbeiten macht ja schon Sinn. Soll ich ja was tun für ihr Geld, die Penner. So, da ich nicht weiß, wie es beim letzten Mal geendet hat, einmal zur Info, man braucht ficke viel Getreide. Also wirklich richtig viel. Man mag gar nicht glauben, wie viel scheiß Getreide man braucht. Also bauen wir jetzt erstmal ein paar Bauernhöfe. Ne? Am Anfang begnügen wir uns mit den beiden hier. Später werden das ein wenig mehr. Aber das soll uns nicht weiter kümmern. So. 144. Jetzt. Wir sind im falschen Arbeitermenü. So. Brot wollen wir nämlich backen. So, jetzt haben wir zwei Getreidefarmen. Unsere Mühle kann das doppelt so schnell verarbeiten, wie das die Farmen herstellen. Also. Klick. Brauchen wir nur eine davon. Und der ganze Schrott braucht natürlich noch wieder ein Lagerhaus. Will ich das hier haben? Nein, das will ich hier nicht haben. Ich will hier eine höhere Straße langziehen. Dann komme ich genau da oben lang. Und dann können nämlich daneben die Bäckereien. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Wenn du zuversichtlich bist, Keule, dann. Neben was haben wir denn? Anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ja, Meister aller Klassen. Unglaublich. Ja. Veröffentlichen. Sieht gut aus. Ne? Mehr Zufriedenheit, weniger Aufstandsrisiko. Naja gut, die Konkurrenten besiedeln die Insel. Das ist mir ja relativ wurscht. Die können erstmal noch machen, was sie wollen. So, die Bäckerei produziert in einer Minute ein Brot. Das heißt, auf eine Windmühle jockeln wir hier zwei Bäckereien. Eins, zwei. Damit sollte das Verlangen nach Brot erstmal gestillt sein, aber wir brauchen noch Arbeiter. Beziehungsweise Bauern. Ihr Bauern. So, haben wir. Und wir werden wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr brauchen. Deswegen pflastern wir hier gleich nochmal ein paar nach. Was war das? Egal. So. Und dann ist das doch schon mal ganz schicki. Sie gehören schon fast zur Familie. Tja, das ist schön. Ne? Sind hier alle eine große Familie. Wunderbar. So. Wir haben hier eine Kirche. Wir haben hier noch keine Straße. Jetzt müssen wir erstmal einmal gucken. Wir gehen nochmal in Blaupausenmodus. Und gucken mal, wie das hier mit den Häuschen läuft. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und ziehen hier eine passende Straße für. So. Dann vermitteln wir das Ganze nochmal ein bisschen. Zack. Das kriegt noch einen schicken Weg. So. Und hier darf man auch wieder rein. Zack. Und dann ist das doch schon mal relativ schicki. So, wir haben jetzt hier unsere fröhlichen Arbeiter, die immer noch kein Brot haben. Oh, kommt aber gleich, Jungs. Alles wird besser. Fehlende Waren. Ja, die Mühle muss erstmal ein bisschen Gas geben. Aber wenn die erstmal soweit ist, ist das alles kein Problem mehr. So, na, es wird doch langsam. Unsere Bilanz ist aber ganz schön im Arsch. Das gefällt mir hingegen nicht so. So, hier soll nachher unser Besucherkai hin. Deswegen ziehen wir den Weg hier schon mal runter. Und hier können wir dann eigentlich alles schön mit Häusern vollpflastern.
eigentlich können wir gleich richtige bauen. Wir müssten eh von allem mehr als genug haben. Um das hier noch schön zu vervollständigen. So. Da füllt sich das doch langsam. Herrlichst. So, sind ein bisschen Arbeiten relativ grün. Jetzt geht es tatsächlich gleich daran, dass wir unser nächstes Inselchen vorbereiten müssen. Denn die werden bald Bier wollen. Und wenn die Bier wollen, dann kriegen die Bier. Vor allem bei mir. So, klatschen erstmal ein paar Bretter hin. Damit auch ein Schuh draus wird. So, neu bei Anno ist jetzt tatsächlich, dass wir hier auch Einwohner hinklatschen müssen. Weil wir auch hier dieses Arbeitskapazitätslimit haben. Ne, also das, was wir hier sehen, das gilt nicht für die ganze Spielwelt, sondern immer nur für einzelne Inseln. Also müssen wir da auch Nahrung anbauen, bisschen Klamotten herstellen. Ne, die könnten wir auch hin und her bringen, aber ich will das hier letztendlich eigentlich sowieso auslagern und das alles zu Wohnvierteln machen. Von daher... ist das nicht ein schöner Blick? Oh, der Standort ist so super gewählt. Klasse. Von daher produzieren wir da hinten einfach gleich den ganzen Scheiß. Ja, und das meiste kann man tatsächlich fast auf viele Inseln machen. Kartoffeln geht fast immer. Und hier die Schafe können auch überall grasen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Gleiches gilt für die Schweine, wobei wir davon erstmal gar nicht so viel brauchen. Wir gucken einmal. Verbrauchswaren. Fische wird langsam ein bisschen wenig. Da brauchen wir also Nachschub. Das ist ja nicht das Problem. Ah, schade. Nicht die gleiche Höhe, aber meine Güte. Das geht trotzdem. So. Der Dampfer ist schon da. Dann fangen wir doch mal an. Erstmal hier schön reinziehen. Mal hier so ein kleines Inseldorf. Ne, fangen wir vorne. Obwohl, naja, wir fangen mit Bauernhäusern hier an. So. Kriegt ihr hier alle schön. Eine Straße. Na, geht das? Ja, das geht sogar durch. Das ist ja super. Wie haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3. Ja. 5 sind's. Warum kann ich hier nicht bauen? Das ist ja jetzt ärgerlich. Ach komm, dein Ernst? Naja gut. Machen wir da was Schönes hin. Markieren. So, ja, ihr wollt einen Marktplatz, das ist mir klar. Oh, machen wir das so? Bin mir gleich wieder unsicher. Einfach mal daneben das Wirtshaus. So, und schon haben wir nämlich kein Holz mehr. Zack, das ging mal ratzfatz. Zack, damit auch alle glücklich sind. So, und dann bleiben die auch hier. Dann sehe ich gerade, dass wir gar keine Kartoffeln anbauen können. Das heißt, wir müssen den Schnaps doch importieren. Oh, der ist an seiner Belastungsgrenze. Das ändern wir gleich mal. Und was sagt unser Schnapslager? Das ist rappelvoll. Das ist schon mal gut. Das heißt, gib mir Kartoffeln. Damit wir auch die andere Insel schön damit vollpflastern können. Zack. So, gleiche Breite. Ist das die gleiche Breite? Sieht irgendwie nicht passig aus. Aber es ist passig. Nun gut. Nehmen wir so. So. Dazu kommt dann nochmal ein Fältchen. Damit es schicki ist. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. So, dazu noch wieder eine Schnapsdestille. Spielstand gespeichert. Zack. So, dann
damit sollten wir genug davon haben. Dann fangen wir nämlich auch gleich an, hier eine Handelsroute einzurichten. Das geht auch wieder relativ easy. Ne? Route einrichten, Handelsrouten. Die Schiffsauswahl ist relativ easy, da haben wir nur eins. Und wir fahren von hier nach da. Laden da. Lecker. Nee, gar nicht. Wir müssen es mal umbenennen, sonst kommen wir hier durcheinander. Da laden wir Schnaps ein. Und da laden wir Schnaps aus. Und dann geht's schon los. Zack. So schnell ist das erledigt. Ne? Also langfristig nochmal eine dritte Insel mit Schnapsproduktion. Das wird dann wohl die hier werden. Die sollten wir frühzeitig uns auch schnappen. So. Schnaps haben wir. Lebensmittel brauchen die. Die könnten Hunger kriegen. Und dann brauchen wir auch relativ bald. Nanu, freie Küste erforderlich. Ach, das gilt nicht als freie Küste. Naja gut, reißen wir die blöde Straße wieder weg. Das Spiel will mir auf den Sack gehen. Wie alle Spiele. Ne, die Fehler liegen grundsätzlich nicht bei mir. Goldene Regel. So, haben wir schon mal lecker Fisch. Damit haben die dann auch was zu fretten. Dann kriegen die hier gleich ein Wirtshaus. Klock. Und hier hinten. Nee, hier vorne. So ein bisschen freigestellt. Obwohl, hier auf so einer Ecke wäre auch nicht schlecht. Wie mache ich's? Die Abdeckung ist suboptimal. Ach, wie machen das so? Machen wir das so? Ja, das machen wir so. Das passt schon. Zack, ziehen wir die Straße rum und dann ist das so shaggy. So, der Heini wird... Zu einem Imperium? Ne, der Heini nicht. So, können wir eigentlich schon eine Schiffswerft bauen? Dock. Yeah, Segelschiffswerft. Kostet uns 100 Arbeiter und eine Menge Bilanz, die aktuell sowieso nicht so geil ist. Da müssen wir erstmal... Also erstmal kommt jetzt hier die Bilanz mal an den grünen Bereich. Das geht ja so nicht weiter. So, bisschen Straße dazu. Zack. So. Das ist doch relativ schick. Jetzt ist die Bilanz erstmal wieder grün. Ne, die machen wir dann nachher gleich zu Arbeitern, damit das hier mal vorangeht. Wir brauchen, glaube ich, sowieso noch ein paar. So, erstmal kommt dann Schweinefarm. Achso, jetzt müssen wir. Nee, wir brauchen jetzt mal Stahl. Na super. Was brauchen wir denn da? Alles mit Arbeitern statt Bauern. Okay. Soll am Ende nicht das Problem sein. Da haben wir Eisen. Da haben wir Kohle. Kohle können wir aber noch nicht bauen, das Bergwerk. Am Anfang gibt es nur die Köhlerei. Da haben wir Eisen, Eisen und Zement. Ich glaube, wir nehmen zuerst mal das hier. Mein Vater starb. Das, ja, komm, habt ihr mal hier so. Bauen wir hier ein Lagerhaus hin. Da eine Straße. Und dann brauchen wir nämlich noch eine Köhlerei. Köhlerei, Köhlerei, Köhlerei. Wo bauen wir die hin? Ah, nochmal 50 Arbeiter. Wir müssen da echt ausbauen. Nicht Eisenmine. Köhlerei, genau. Ne, die funktioniert tatsächlich genauso wie das Forsthaus. 94%. Hier will ich meine Industrie haben. Das stört mich hier. Da ginge jetzt noch 100%. Das hätte sich aber... Obwohl... Ach, die beißen sich gar nicht. Nee. Das grenzt den Holzfällerbetrieb ein. Spielstand gespeichert.
Welches Lagerhaus ist eigentlich für euch zuständig? Ist das das hier hinten? Oh, ganz schön weit weg. Ich glaube, ich mache das erstmal hier. Und grenze das dann damit ein. Ja, so machen wir das. So. Zack. Und hier muss auch eine Straße lang. So. Und dann kann da hinten nämlich nochmal ein Lagerhaus hin. Das kostet uns auch erstmal wieder Bilanz, aber da machen wir uns jetzt noch keine Sorgen drum. Wie gesagt, am Anfang hat man so viel Kohle. So. Da kann der sich dann drum kümmern. So, damit haben wir dann schon mal Kohle und Eisen. Können wir hier schon aufrüsten? Nee. Zieht mal einen da. Ist alles Tutti hier. Hopp, hopp. So, und aus dem ganzen Spaß machen wir dann in einem Hochofen. Ah, der ist schon arg dreckig. Schwerindustrie wollte ich hier vorne eigentlich nicht hinbauen. Wo machen wir Schwerindustrie? So viel Platz braucht die tatsächlich gar nicht. Ich bin so glücklich, wenn du glücklich bist. Ich glaube, wir machen das hier vorne. Wir müssen nicht mal Handel treiben. Oh. Nur für den auf einmal kriegen wir es umsonst. Schau mal an der Kick. So. Dann machen wir hier Schwerindustrie. Hast du einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, was? So, nochmal ein Lagerhaus. Sie wissen, wer Güte verdient. Hochofen, kriegen wir mehr als einen hin? Nee. Das reicht mir so noch nicht. Das kriegen wir hier gar nicht hin. Da findet sich nachher schon mal was. Dann kommt das erstmal hier hin. Das kommt hier hin und da vorne sitzen wir im Lagerhaus. Und dann werde ich gleich vollgepault, dass ich viel zu wenig Arbeit habe. Und ficke harte Minus bin. Aber wirklich hart. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Ach scheiße, ich habe gar kein Schiff dafür. Das ist doof. Ja. Alle Achtung. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal die hier aufrüsten. Zack, allesamt. Sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Gleiches gilt für die hier. So. Dann wird da langsam ein Schuh draus. Bauern ist okay. Das dürfte sich auch gleich normalisieren. Und dann können wir bald einen Hafen bauen. Wo wir dafür auch noch wieder einen Haufen Steine und einen Haufen Arbeiter brauchen. So. Nichtsdestotrotz, die Lager vom anderen dürfen voll sein. Fahr mal hier. Oh, ist am Arsch der Welt, ey. Scheiße. Gut, Bilanz ist auch wieder positiv. Ach, das ist gelogen. Es fällt dir ein, wenn es wieder normalisiert hat sich. Fuchs, ey. So. Das sieht ja gut aus. Ne? Wir produzieren jetzt langsam Stahl. Das wird in der nächsten Bevölkerungsstufe noch wichtiger. Aber vor allem können wir dann gleich Seife produzieren. Und das bringt uns wieder ein bisschen Kohle in die Kassen. Ist das Schweinezucht? Okay. Die braucht eine Minute, die braucht eine Minute. Und die braucht 30 Sekunden. Das heißt, wir brauchen davon jeweils zwei und davon dann eine. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich das hinklatsche. Obwohl, hier habe ich mit den Tierchen angefangen. Dann mache ich hier wahrscheinlich so weiter. Weiß ich noch nicht. Ich habe mich einmal ja. In einen Wanderzirkus eingeschlichen. Aber das ist ja hier platzte, der Shit. Reportage den Verlegern zu Buch. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Ja, so bin ich, so bin ich, so bin ich. Ja. Freund der Arbeiter. Herzensgüte, ich ahne es. Ja, ich weiß. Bin guter Mensch. Ja, will immer nur das Beste. Bist du da? Sehr schön. Steht zu Diensten. Zack. Einmal einladen, bitte. Und ab geht's. Liefer das mal ab hier. So, dann brauchen wir Spielstand
60 Bauern und 80 Arbeiter. 130 Arbeiter. Gut. Kriegen wir hin. Dürfen wir wieder ein paar Regeln einziehen? Feuer ist ausgebrochen. Natürlich, wo denn? Dann haben wir eine Feuerwehr, alles gut. Eigentlich müsste ich auch bei der... Oder mobilisieren wir hier einmal? Na lass. Komm, schicken wir nochmal zwei los. Die mal das Feuer löschen. Hast du mich erschreckt? Jupp. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. So. Die Flammen wurden da dürfen wir auch noch ein paar einziehen. Das ist ja hier vor allem dafür, dass da überhaupt... Ich will keine Brücke rüber bauen, das ist aber schade. Warum nicht? Naja, egal. Ist erstmal so, kümmern wir uns später drum. So, jetzt brauchen wir noch wesentlich mehr Arbeiter. Also. Zack. 130 brauchten wir davon und von dem anderen brauchten wir wie viele? 60. Na, das wird nicht ganz reichen. Die 130 sind schon mal genug. Aber ein paar dumme Bauern brauchen wir noch. Klatsche ich das hier jetzt schon? Ja, ich will die da hinten nachher bedenkenlos ausbauen können. Also kommen hier erstmal weitere Bauern hin. Ja, sehr gut. So. Haben wir das schon mal? Na, das reicht. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen, unsere Produktion anzukurbeln. Boah, ich habe hier oben schon Schweinchen, ne? Können wir hier eigentlich mehr Schweinchen hinmachen? Nur, ich glaube, das machen wir. So, mal gucken, wie das platzmäßig hinkommt. Ich glaube, so am ehesten. 1, 2, 3, 4. Und wie habe ich das denn vorhin gemacht? Naja. So, haben wir nochmal 1. Dazu gibt es gleich noch 1. So. Hast du genug? Waren stapeln ja, sich 5 von 5. Ja, die Waren stapeln sich. Ist okay. 2, 3, 4. 5. So. Die können jetzt jeweils eine Vasenmeisterei supporten. Zumindest wenn die alle mal ans Wegenetz angeschlossen sind. So. Mal schauen, was wir da noch hinbauen. Finden wir auch was Schickes. So. Der ist schon wieder am Limit hier. Das ist eine ganze Menge, was der da zu wuppen hat. Die, sieht halt voll nicht nach 3x3 aus. Ganz seltsam. Durch die Anordnung. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, macht nichts. Davon zwei hierhin und dann können wir damit eine Siederei betreiben. Die größentechnisch sogar nicht passen möchte. Aber gut, nun haben wir ja angefangen. Nun machen wir da weiter. Und nein, so nicht. Ja. Irgendwie habe ich gerade Knick in der Optik. So, hier. Massenviehhaltung. Hier wird gewerkelt. So, was hier los? Die Lager sind voll. Kleidung müssen wir gleich mal wieder ein bisschen Nachschub produzieren. Und auf unseren anderen brauchen wir auch noch ein bisschen was. So, aber jetzt brauchen wir erstmal eine Schiffswehr. Wir brauchen dringend noch ein Schiffchen. 100 Arbeiter. Ich glaube, ich will hier noch ein bisschen Verteidigung zwischen haben nachher. Wir bauen das mal so.
Stillstand gespeichert. Die Bilanz ist gerade ganz gut. Und dann bestellen wir doch mal. Ach, wir haben noch keine Kanonen. Aber das ist auch nicht das Problem. Die können wir gleich da hinten mit dazu bauen. Yeah. Ah, so, fast viel gemacht dafür, oder? So. Dann haben wir auch eine Kanonengießerei. Stand da gerade 300 noch was Prozent. Nicht schlecht. Produktivität erhöht, 300 Prozent. Krasser Shit. Ich weiß nicht warum und wieso und weshalb, aber geil. Noch mal drüber schauen? Ja. Ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Sieht auch gut aus, sehr schön. Kompromissloser Journalismus. So, der braucht wie lange? Okay, auf jeden Fall produziert der das weit schneller. Die Waffenruhe als der wurde hier. Beendet. Die zanken sich von mir aus, macht doch was ihr wollt. So, dann können wir jetzt Kanonenboot könnten wir bauen. Das wäre mir lieber. Oder wir brauchen Handwerker für die Fregatte. Hm. Bei Handwerkern sind wir noch nicht ganz. Bauen wir erstmal Kanonenboot. Wieso machst du hier nicht? Lass, du sollst deine... Halt, nein, doch. Du machst die Handelsroute weiter. Wie sieht's bei euch aus? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Jetzt haben wir ein Dörfchen. So, die wollen auch noch Kleidung haben. Das machen wir auch noch ganz fix. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr schön. Unser erstes Schiffchen. So, und hier machen wir das gleiche Spielchen. Hier ist natürlich Erzvorkommen. Macht aber nichts weiter. So, jetzt war auch gleich zwei Stück von hin. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und dann gibt es auch gleich Klamotten. Und ein Lager. Natürlich fehlen mir jetzt die Bretter. Am Arsch, ey. Na gut, die bringt dann unser Clipper hier gleich mit. Wo ist er denn hin? Da ist er. Für neue Befehle. Ja, bring mal den Schnaps weg und dann. Schlock. Ja, der kann schon gar nicht mehr Eis abliefern. Viel zu viel gebaut. Können wir hier eigentlich irgendwo noch anlegen? Hier oben nachher. Das werden wir, glaube ich, auch machen. Ach ne, wir haben ja jetzt einen zweiten. Sind wir ja gar nicht mehr drauf angewiesen. Das ist ja herrlich. Zack, dann holen wir ein paar Bretter, Minion. Da ist eh voll. Zack. Koordinaten gesetzt. Abmarsch. So, dann haben wir genug zu Tringo. Wir haben Klamotten, die wir jetzt noch nicht volles lang. Geht die Straße nicht bis zu dir ran? Doch. Die Waren stapeln sich hier. Wie lange brauchst du? 30 Sekunden? 30 Sekunden. Oh, ich hätte gleich noch eine zweite Weberei bauen können, aber gut. Das lassen wir erstmal nach. Ach so, was denn? Affe, was willst du denn für Erwartungen stellen? Jetzt hast du hier was zu melden. Wo ist mein Kanonenboot? Ach, sind wir attraktiv. Inselbevölkerung, 136. Da ist er ja. Jo. Na denn, Falke. Bring mal das Holz her. So, dann haben die auch Klamotten, sind nicht ganz so unglücklich. Das haben wir doch schon, nur ist mal ein Lager, ich Idiot. Aber hier. Wie ist das? 4x4 ist das, ne? Ja. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Da kann nachher ein kurzer Weg ran. Da wird dann ein Schuh draus. So, das heißt, die Peoples hier sind glücklich, also so glücklich es geht. Dann können wir schon Hopfen abbauen. Ja, gibt's jetzt Bier. Oh, Schule und Polizeiwache gibt's auch noch. Oder auch schon. Die können wir drüben gleich mal platzieren. Aber erstmal holen wir hier Hopfen. Das heißt, mehr Arbeitskraft. So.
Mäuschen. Spielstand Zack. Gespeichert. So, denen geht's auch soweit echt gut. Das hat den Vorteil, dass die jetzt tatsächlich ja, die Füße stillhalten und wir hier eigentlich keine Polizei benötigen. Wir haben jetzt einen Überschuss und jetzt fangen wir mit dem Hopfen an. Dafür... Ich habe immer Bock auf ein bisschen Ordnung. Deswegen ziehe ich solche Sachen immer recht weit auseinander. Nee, werden wir nachher bestimmt noch mehr Bewohner brauchen. Zumindest einige. Sodass ich hier eigentlich ein bisschen Luft haben will. Und jetzt holen wir Hopfen. Brauchen wir nachher auch eine ganze Menge. Fruchtbarkeit ist gegeben. Gut. 1,30. Meine Fresse. Eine Minute. Verzwickt. Brauchen wir davon ja auf zwei von auf drei von denen kommen ja nee, auf eine von denen Mathe war wo bis das umgearbeitet ist ne da kommt dann alle 30 Sekunden eine rein zwei davon versorgen eine davon und dann brauchen wir drei davon meine Fresse das war jetzt mathematische Hochleistung. So. Hopfen. Zack, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Zack. Das kommt nachher gleich in unsere Handelsroute mit rein, aber erst brauchen wir noch ein Lager. Das sollen sie natürlich auch kriegen. Oder auch nicht. Schon wieder kein Holz mehr. Gut, fährt der nochmal rüber. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, veröffentlich das mal. Keine Änderung? Wirklich? Nee. Keine Änderungen? Ach, was ist er glücklich. Schön, wenn sich die Presse freut. Hi. Also ich überlege tatsächlich, ob ich hier immer gleich... bisschen Holz mit rüber schippern lasse. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Neue Befehle. Jetzt mal rüber. Dann kann ich hier nämlich beide Lagerhäuser einfach mit füllen und dann ist gut. Was ist denn hier passiert? Na nun? Das wäre ja seltsam. Hat er eine Anteile gekauft oder was? Nö. Irgendwas stimmt nicht. Rauf, runter, das ist nicht gut. Da gucken wir jetzt erstmal einmal nach. Was fehlt euch denn? Alkohol tatsächlich. Wir brauchen mehr Schnaps. Wir brauchen mehr Schnaps. Na dann aber hurtig. Das führt zu Unmut in der Bevölkerung. Das wollen wir nicht. Gut. Wir machen wir hier weiter. So. Machen wir gleich zwei? Ja, wir machen gleich zwei. Was soll der Geiz? Obwohl, ne, Moment. Das machen wir ein bisschen anders. Das alles weg. Und... bis da. Das ist ja ärgerlich. Dann reißen wir tatsächlich noch eine weg. Zack. So, dann können wir es hier nämlich mal schön zumachen. 66. 72. Das nächste füllt dann. Der nächste Bauernhof. Ja, ich sehe das schon. Es fehlt an Bauern. Da wird ja immer schlimmer hier. Gut, machen wir als nächstes. So, hier kommen jetzt unsere Destillen hin. Oder? Da grenzen wir die Sägewerke ein bisschen ein, aber ich glaube, das stört mich gar nicht weiter. Nö, das stört mich nicht weiter. Holz haben wir eigentlich genug. So, mehr Bauern. Mehr Bauern braucht das Land. Spielstand gespeichert.
Zack. So, Nummer 1. Dann werden wir hier schön an die Küste ran. 1, 2. Na gut, da kommen wir nicht hin. Das ist ärgerlich. Aber hier können wir noch. Ach so, und hier, die haben wir auch noch. Zack, zack, dann stehen die auch gleich alle. Erforsche das. Ein Wimmelbild, naja, das. Du bist so hilfsbereit. Das tun wir nicht alles für Geld. Komm nur, was ich will. Ach, ich soll auf ihrer Insel ein paar Tierchen finden. Und wahrscheinlich tummeln die sich wieder in die Berge, ja. Da haben wir schon das erste. Ein Wolf. Ja, aber für 10.000, ne? Mach mal. Für 10.000 macht man das mal. Da ist der zweite Wolf. Brauchen wir noch zwei Bären. Da ist der erste. Und da ist der zweite. Zack, erledigt. 9.000, das ist eine Menge Holz. Also es. So. Jetzt haben wir immer noch nicht genug Bevölkerung. Was ist denn hier los? Wir sind schon alle eingezogen. Oh, lange nicht. Noch lange nicht. Gut, dann sind wir da wieder auf dem grünen Zweig. Da hinten wahrscheinlich auch. Alles grün, Leute? Ja. Gut. Ist mein Schipperboot schon da? Ja. Zack. Der bringt jetzt hier immer fleißig Holz. So, damit haben wir dann noch Hopfen. Und mit Hopfen haben wir schon den ersten Schritt Richtung Bier. So. Drei davon haben wir. Das heißt, wir brauchen zwei hiervon und eine davon. So, jetzt geht's weiter mit Getreide. Habe ich ja schon prophezeit. Davon brauchst du echt ficke viel. Aber kann nicht schaden. Sicher, dass wir nicht schon Verbündete sind? Also uns fehlt es dann aber immer noch an Arbeitskraft. Hey, aber gut. Ich habe sie zuerst gesehen. Aber halb so wild. Ihr Vertrauen in Bente bringt mich dazu, Ihnen ebenfalls zu vertrauen. So, und. Oh. Unter Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ach so. Das ist ja unschön. So, zwei Stück davon. Oh, mal. Abwechslung hier reinbringen. Damit das nicht ganz so langweilig aussieht. So, 134. Und 144. Und jetzt brauchen wir Maische. Oder Malz. So. Wie machen wir das? Davon brauchen wir eigentlich gar nicht mal so viele. Ich würde den Raum hier eigentlich ganz gerne nutzen. Wie groß ist die denn? Ähnlich groß. Na denn. Machen wir das so. Zack. So. Kriegst gleich Getreide, das sollten wir jetzt im Überschuss produzieren. Naja, noch nicht, wenn wir genug Bewohner haben. Shit, noch eins. Bauen wir die hier hinten mal. Bauen wir generell da mal weiter. Zack. Mein Expansionsdrang kennt keine Grenzen. So, und dann könnten wir denen eigentlich schon mal eine Schule spendieren. Hm. Sieht doch hier ganz schicki aus, oder? Ist bis ganz unten. Ja, so halbwegs, ne? Jetzt fehlt uns zur Abwechslung tatsächlich mal Holz, dass ich das noch erleben darf. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ist mir bekannt. Ich gebe mir ja schon Mühe, Spiel. Mann, ey.
Ist auch echt unerträglich, ey. Wie viel man hier braucht. Gut. Müssen wir jetzt mal weiter bauen. So. Die brauchen wir nämlich nachher auf jeden Fall noch weiterhin. Weil ja irgendwer unsere Felder hier bewirtschaften muss. Was ist denn hier los? So. Meine Güte. Kann sich auch anstellen. Denn hier müssen wir nämlich gleich wieder aufrüsten. Und ich kann nicht aufrüsten. Warum nicht? Was ist mit euch los? Was habt ihr? Zu wenig Kleidung im Lager. Ehrlich? Tatsache. Und die Fische gehen uns auch aus. Huhuhu, das wird ja gerade ein bisschen kriminell hier. Na gut. Brauchen wir erstmal wieder Material. Hier ziehen fleißig die Arbeiter ein. Die brauchen wir auch. Aber erstmal brauchen wir vor allem Holz und dann kommt hier gleich mal noch. Wieso ist dein Lager voll? Das Lager ist voll. Ach so, weil du das mit dem Segelmacher teilst. Dann können wir tatsächlich eigentlich einfach hier so eine Kleiderdings nochmal hinbatzen. Und die wird dafür schon sorgen. Irgendwas fehlt immer. Fehlende Waren. Ja, dann hol dir das doch, Idiot. So. Was führt sie zu uns? Der kriegt jetzt seine Wolle und dann kriegen wir auch gleich wieder mehr Kleidung. Und dann sehe ich, sind wir schon über der Zeit. Ja, ich weiß, es mangelt an Arbeitskraft. Da tun wir gleich was gegen. Bleib doch mal locker. Was für, ja, kommt jetzt rein. Mach dir mal keine Sorgen. Wir kriegen schon die Klamotten ran. Was brauchen wir hier drin? Was haben die? Ganz normale Bauern. Sehr gut. Bauern haben wir auch gerade genug. Das heißt, davon kommen jetzt regelmäßig welche rein. Die Schule ist dann auch fertig. Putz. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, und hier ist keine Feuerwehr. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, ihr kriegt ja schon eine Feuerwehr. Ja, das ist alles kaputt. Das können wir vergessen. Das ist auch hin. Ein Feuer ist ausgebrochen. Rums. Na, kriegt ihr die noch gerettet? Na, dann kann ich das schon wieder aufbauen. Nu ist aber auch Not am Mann. Meine Fresse. So, alles wieder flott. Können wir das wieder aufbauen? Zwischenfall in der Umgebung. Wo brennt es denn noch? Das können wir wieder aufbauen. Das auch. Zum Raub der Flammen. Ja, alles wieder gut. Hat sich schon alles wieder geklärt. Ja, das meinte ich mit. Man sollte überall eine Feuerwehr stehen haben. So, kriegen wir jetzt wieder ein bisschen Kleidung rein? Ich hoffe doch. Na, eigentlich kommen wir damit jetzt gerade so zurecht. Du bist überfordert. Ne, dann machen wir dich einen größer. Sieht doch schicker aus. So, gleich ist auch vorbei mit Fisch hier. Da tun wir auch mal was gegen. Zack. Und zack. So, haben wir genug Fisch. Schnaps ist auch eher so... Ist aber problematisch mit dem Lagerhaus hier. Werden wir vielleicht nochmal ein zweites hinsetzen. Dann knallen wir nochmal ein bisschen Schnaps nach. Meine Fresse, eigentlich hatte ich... Oder dachte ich, ich dimensioniere das hier ganz gut, aber... Ist ja doch gerade ein bisschen eng. Gut, aber... Mehr gibt's dann beim nächsten Mal. Wir haben diesmal wirklich ordentlich hier was an Häuschen hochgezogen. Haben die andere Insel schon mal angefangen. Die was Leute haben jetzt... Sie sagen, Boss? Ich bin dabei. Lecker Bier. Und haben noch kein lecker Bier? Warum nicht? Das will ich vorm Ende jetzt noch wissen. Uns geht das Material aus. Ach so, weil wir unsere Handelsroute noch nicht aktualisiert haben. Ja, das ist dumm. Ne? Du musst hier natürlich auch Keule Hopfen einladen, sonst gibt's kein Bier. Und da wieder ausladen. Spielstand. Nee, genau andersrum. Du musst hier Hopfen einladen und da ausladen.
So. Und da gibt's auch gleich Bier und dann sieht es auch gleich wieder besser aus. Das fällt nicht gut aus. Ja, das dachte ich mir schon. Wir sind hoffnungslos. Ja. Hart verhopft das Ganze. Gut. Beim nächsten Mal haben unsere Leute dann auch Bier. Und ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht. Das war es erstmal von meiner Seite. Wir haben eine Viertelstunde überzogen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber wie dem auch sei. Ne? Ich wünsche euch heute noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.